Wir hoffen auf Spannung und begrüßen Sie herzlich hier im Stadion. Frank Buschmann und Andi Breukmann, Ihre beiden Kommentatoren. Wie würdest du heute die Gastmannschaft einschätzen? Noch ist ja Zeit, wieder auf Kurs zu kommen und einen Tabellenplatz zu erreichen, den man sich auch nur in etwa vorgestellt hat. Bisher hatten die Fans noch Geduld, aber sollte der Erfolg weiter ausbleiben, dann kann man hierfür gar nichts mehr garantieren. Schiedsrichter pfeift die Partie an. Es geht los. Er strauchelt, er wankt, aber er geht nicht zu Boden. Mölle. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Ein wunderschönes Zuspiel. Er könnte passen. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Banovic. Er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn. Jetzt eine gute Flanke. Jetzt kann der Torwart sich gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen, denn der Ball war im Tor aus. Sehr schöner Pass. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Nee, der geht nicht rein. Buchtmann. Ruska. Ja, so kann es weitergehen. Ja, will er aus dieser Distanz etwa ein Tor schießen? Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird es geben. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist klar, er muss Abstoß geben. Ball war im Tor aus. Ruska. Der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Das hat wehgetan. Banovic. Stark gemacht. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Der kommt genau an. Und Achtung, genau hingeschaut. Und na, da hat nicht viel gefehlt. Angriff auf den Gegner. Ruska. Da schaut er sich nach Hilfe um. Die Abwehr schnappt sich die Flanke. Ganz gut bei ihm. Klasse Abwehrleistung vom Torwart. In der Mitte, wo sich sonst alles knubbelt, da ist es jetzt frei. Wenn alle Angriffe so kurz sind, dann bringst du davon 90 pro Spiel unter. Nachteil, der Gegner ist schon wieder am Ball. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Ruska. Jetzt versuchen sie dahin. Achtung, Test! Souverän geklärt.
Wunderbar herausgespielt. Oh, schade. Banovic. Sicher in der Ballbehandlung. Da wird der Trainer zufrieden sein. Die Tore sind noch im Sack und der wird in der zweiten Halbzeit ausgeschüttet. 0:0, das ist der Pausenstand. Das kannst du dir auf diesem Niveau einfach nicht erlauben, so wenig aus deinen Möglichkeiten zu machen. Aber Manni, ganz ehrlich, kurioserweise, es kommt immer wieder vor. Es wird noch mal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner noch mal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Und schon wieder eine Grätsche. So sieht ein Pass aus. Kruska. Steilpass, da steht immer drauf, Risiko. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ein Traumpass. Ja, damit hat er die Gefahr erstmal abgewendet. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Banovic. Da freut sich der Trainer. Ball im Tor aus, Abstoß. Ja, der Trainer bringt noch mal einen frischen Spieler. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Das sieht gut aus. Schön mit dem Kopf. Oh, da ist noch alles drin. Also, wer macht hier... So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. Und das macht er richtig gut. Und so bereinigt man eine solche Situation. Er grätscht hinein. Gut abgefangen hat er da den Ball. Schöner Pass. Das war ja nur ein Rollerchen. Ja, und dann steht er natürlich ganz gut, ganz sicher und regelt das locker. Das war die einzige Chance, die er hatte. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Und jetzt haben sie die Chance. Und er ist drin. Uns die Augen einmal, zweimal. Das ist eine Riesenüberraschung, dass die jetzt plötzlich einfach mal ein Tor machen. Also bin ich auch ganz ehrlich, Manni, habe ich überhaupt nicht mehr mitgerechnet, aber das nennt man dann wohl gute Chancenverwertung. Ja, deutlich zu erkennen, dass auch der Torhüter mit einem Schuss aus diesem Winkel überhaupt nicht gerechnet hat. Ein super Tor. Lange hat es gedauert. Jetzt ist es passiert. Endlich das erste Tor in dieser Partie. Ja, da kommt was auf uns zu. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Zweikampf auf die alte Art. Die Grätsche. Und weg ist der Stürmer. Ach,
Achtung, schöner Pass. Das könnte Gefahr bringen. Das wird ganz gefährlich. Achtung. Und der ist drin. So langsam muss es bei ihm aber Klick machen, dass das ein ganz gefährlicher Spieler ist. Der ist ja schon zweimal getroffen. Gemacht. Wir hoffen, dass er mit dieser Einwechslung auch richtig liegt. Kring. Kurz vor dem Spielende nochmal die Freistoßmöglichkeit. Ivanovic. Buchtmann. Aggressives Tackling. Jetzt schnell. Für die einen war es ein schöner, für die anderen ein schriller Pfiff. Es ist der Abpfiff des Schiedsrichters.